Ja, hallo ihr Lieben. In dem Video geht es um zwei Sachen. Einerseits ist es für alle Leute, die gerne wissen wollen, was ich in meinem Gruppencoaching mache. Und andererseits ist es für alle Leute, die jetzt gerade auf der Suche sind nach ihrem Traumpartner und die aber immer wieder sagen, naja, ich traue mich nicht, mir einzugestehen, was ich wirklich will. Oder aber, wenn ich so einen Traummann oder eine Traumfrau treffe, dann versinke ich im Boden, dann kriege ich kein Wort mehr raus, der läuft an mir auf der Straße vorbei und leider schaffe ich es nicht, den anzusprechen, weil ich bin so verschämt, ich bin so schüchtern und mein Minderwertigkeitskomplex, der macht mir alles zunichte. Und am Ende, ja, sitze ich, liege ich, stehe ich dann doch wieder mit dem Falschen da und boykottiere meine eigene Beziehung und dann ist die wieder früher zu Ende, als es sein müsste. Und so dreht sich der Kreis immer wieder rundherum. Ja, und ich will euch jetzt ein paar Übungen zeigen, die ich immer wieder so spontan entwickle und die ich letztens in dem Gruppencoaching gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, ich muss euch das unbedingt erzählen. Es sind mehrere Übungen. Übung 1. Erstens mal, für viele von uns ist es so, dass wir das Suchen nach einem Partner hassen. Wir haben das Gefühl, nee, suchen, das fühlt sich so schlecht an. Allein die Tatsache, dass ich suche, fühle ich mich schon minderwertig und fühle ich mich schon schlecht. Und hier ist erstmal die erste Idee, die ich dir mitgeben möchte, wie dir das Suchen wieder Spaß machen kann. Erinnere dich zurück an Ostern. Erinnere dich zurück, wie aufregend das war, dass du dich nicht nur konzentriert hast aufs Finden und dass du dann dieses Ei hast, sondern im Grunde genommen, dass das Ausschau halten, dieses Wachsein und lebendig sein und dir auch immer mehr klar werden beim Suchen, was du eigentlich willst, dass das immer, dein Fokus immer klarer wird, was suche ich eigentlich, dass dir das schon Spaß machen darf. Und deswegen wäre meine erste Anregung, das nächste Mal, wenn du irgendwo auf Partnersuche bist, wenn du im Internet surfst oder wenn du auf eine Party gehst oder so, entspann dich und sieh's mal so wie an Ostern. Okay? Dann macht's Freude. Übung 2. Was ich auch letztens bei einer Teilnehmerin beobachtet habe, und das ist sehr typisch, vielleicht kennst du das auch, dass wir das Gefühl haben, ja, es gibt so einen Traumpartner und ich schmachte, ich sehne mich nach dem und ich würde dir mein ganzes Herz schenken und wenn ich vielleicht nur eine Nacht mit dem hätte oder nur einen Kuss oder. Und jetzt die Übung, zu der ich dich einlade, ist, dass du mal die Augen schließt und dir vorstellst, dass es jemanden gibt, der sich genauso auf dich freut. Dass du nicht alleine bist und immer denkst, ja, ich sehne mich nach jemandem, aber die anderen, ja, dem bin ich eigentlich egal, dem bin ich wurscht, sondern da gibt es jemanden und stell dir das wirklich vor, wenn der aus seinen Augen raussieht oder sie, dann freut er sich genauso, wie du dich über ihn oder sie freust. Und dass der genauso dem Universum danken wird dafür, dass er dich getroffen hat, wie du auch. So, und da kannst du sozusagen mit all deinen Sinnen reingehen, dass du wirklich in all deinen Poren spüren und in deinem Herzen zu spüren. Das würde ich dir empfehlen, da dich mal so richtig rein zu vertiefen. Das wollen wir jetzt hier nicht gemeinsam machen, das kannst du dann in Ruhe alleine machen, jetzt nach dem Video. Und die dritte Übung, die ich dir noch ans Herz legen möchte, die geht dahin, wie schaffst du das nicht immer im Boden zu versinken, wenn du dann jemanden triffst, wo du sagst, oh, ja, das wäre doch das Nonplusultra. Und ich kenne das auch von mir. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich mir wirklich eingestehen konnte, was sind eigentlich die Frauen, die mich wirklich anziehen. Und ich bin immer sozusagen, jahrelang habe ich mich entweder finden lassen von den Frauen, dann war ich als Mann irgendwie unbefriedigt, weil mein Jagdinstinkt, der war zu kurz gekommen und ich hatte immer das Gefühl, so, ich bin hier in was reingestolpert. Also das heißt, ich musste diesen Jagdinstinkt in mir auch leben lassen, aber dafür muss ich mir eingestehen, ja, was will ich denn wirklich jagen und wo wird der denn richtig wach? Okay, und das kennst du vielleicht auch, dass du feststellst, so an die richtig großen Fische hast du dich vielleicht dein Leben lang nicht rangetraut. So, wie sieht das jetzt aus? Da lade ich dich ein, nimm mal irgendjemanden, den kannst du von vielleicht aus dem Funk und Fernsehen, aus dem Film kennen. Jemand, wo du sagst, normalerweise, wenn ich dem jetzt auf der Straße begegnen würde, da würde ich mich so klein mit Hut fühlen und da würde ich aus dem Anhimmeln gar nicht mehr rauskommen. Und nimm jetzt mal so jemanden, stell ihn dir vor deinem geistigen Auge und guck erstmal, wie du dich fühlst, wenn du in dem ganz normalen Modus bist.
so wie du dich normal fühlst. Wie ist das? Wie fühlen sich dann deine Knie an? Wie fühlen sich deine Augen an, dein Herz? Wie viel Energie hast du überhaupt zur Verfügung? Und das überprüft das mal. Und im zweiten Schritt gehst du jetzt hin und statt denjenigen anzuhimmeln, guckst du jetzt mal durch die Brille deiner Ansprüche. Dass du sagst, ja Moment, Leonardo DiCaprio, den werde ich jetzt nicht einfach nur anhimmeln und schmachten und Sehnsucht haben, oder wen immer du da jetzt nehmen möchtest, sondern ich guck mal durch die Brille, dass ich sage, hey, auch Leonardo müsste mich auch gut behandeln. Hey, ich hätte auch den Anspruch an Leonardo, dass er zuverlässig ist, dass ich ihm vertrauen kann. Ich hätte den Anspruch an Leonardo, dass er aufmerksam ist, dass er mir Wertschätzung gegenüberbringt, dass er mir Respekt gegenüberbringt und dass du dir das mal alles vorstellst. Wie ist das, wenn du jetzt deinen Schwarm, Mann oder Frau anschaust und du schaust mal durch die Brille all deiner Ansprüche und sagst, hey, statt den anzuhimmeln, der oder diejenige, die müssen dem auch gerecht werden. Und dann beobachte mal, was dann passiert. Weil das ist sowieso, was immer passiert im Laufe einer Beziehung. Man fängt so an und man ist einfach nur verliebt und guckt durch die rosa Brille und mit der Zeit kommen dann die ganzen Ansprüche raus. Und das, die Gefahr ist eben, wenn du am Anfang nicht weißt, was deine Ansprüche sind an eine Partnerschaft und an einen Partner, da wirst du immer wieder enttäuscht werden, weil nach anderthalb Jahren sind die Hormone weg und du wirst sagen, ja Mist, da war ja wieder ein Griff ins Klo. Und deswegen, das hat sozusagen zwei Vorteile für dich. Erstens mal wirst du nicht enttäuscht, weil du von vornherein bei dir bist und bei dem, was du brauchst, was deine Bedürfnisse sind. Und zweitens machst du dich nicht mehr klein und versinkst nicht mehr im Erdboden. Und mit dem Selbstbewusstsein, wenn du mit dem Selbstbewusstsein dann auf jemanden zugehst und sagst, hey, ich bin nicht nur so heilfroh, wenn du mich erhörst, sondern hey, ich habe Ansprüche und diese Ansprüche sind eine Form meiner Selbstliebe und meines Selbstrespekts, und ich trage das mit mir herum und das ist Teil meiner stolz geschwellten Brust. Um die geht es. So, das sind jetzt nur Tipps. Jetzt geht es darum, wenn gleich das Video vorbei ist, dass du dir, wenn du magst, Zeit nimmst und das wirklich verinnerlichst und dir ein paar Minuten dafür nimmst. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns auch mal persönlich kennenlernen, zum Beispiel eben im Gruppencoaching oder in einem meiner Workshops. Okay, also ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg und dass du, wenn du deinen Traumpartner nicht schon gefunden haben solltest, dass du den jetzt sehr, sehr bald triffst. Viel Spaß, dein Marc.